sind schon eine Handvoll Scheine gegen eine zeitlose Erinnerung. Diese Souvenirs haben alle eine geschätzte Wertsteigerungsrate von 300% pro Jahr. Ich weiß nicht, drängen, Leute, hier ist so genug recht. Leben da. Diese Waffen haben ein ganz schönes Gewicht. Hier seid ihr richtig. Das passiert mit dir, wenn du einer geregelten Arbeit nachgehst. Ja. Geht nicht mit leeren Händen. Kommt schon, nicht alle auf einmal. Entschuldigung, aber sind diese Shirts, sind die aus reiner Baumwolle? Nun, dann wollen wir doch mal schauen. Mal was ausprobieren. Okay, dachte ich mir. 100% Baumwolle. Oh, so dumm. Ich bin allergisch gegen Baumwolle. Kann ich den Wagen auch klauen? Das wäre cool. Und preiswert sind sie auch. Weil mir Entschuldigung, das ist sehr komisch aber vorkam. Sind diese Shirts, machen kann. Sind die aus reiner Baumwolle? Nun, dann wollen wir doch mal schauen. Schnell einstecken. Dieser Blick. Okay, ich glaube nicht. Das Teil hat keinen Saft mehr. Ja, scheiß drauf. Wir gehen mal weiter. 100% Baumwolle. Jawohl. Offizieller Corley-Motors-Verkauf. Der ist schon ein bisschen nervig, der Typ. Okay, was haben wir hier? Das ist der Ausgang. Dreht sich nur in eine Richtung. Die falsche. Und da will ich nicht hin, richtig? Das ist der Ausgang. Ja. Dreht ist sich nur in eine Richtung. Die falsche. Ah, hier das kann ist ich die alte Hardtail, die Mo mit Malcolm repariert hat. Da gehe ich nicht rein. Die denken alle, ich hätte ihren so. Geliebten Chef getötet. Hier war doch was. Ah ne, hier geht's zurück. Hä? Hier ist nichts. Was mache ich dann? Niedliche, niedliche kleine Kaninchen. Das offiziell lizenzierte Kaninchen des Corley-Motors Smashatorians. Was mache ich mit dem... Ach, shit, ich hätte doch mit dem Kaninchen mal Sachen ausprobieren können. Okay, dann gucken wir mal. Hier können wir rein. Er hat ja auch gesprochen, irgendwie... Draußen ist irgendwie... Hier ist was. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Gucken mal. Hallo? Corley Motors. Ich wollte hier schon seit Jahren mal hin. Das ist wirklich sowas wie eine religiöse Wallfahrt für mich. Eine Wallfahrt mit einer Menge Arschtreten. Mal schauen, da kommt sicher auch wieder einer. Ja, da nicht mehr. Ich bin hier wegen der Aktionärsversammlung. Mr. Ripburger hat die Versammlung verschoben, bis die Mörder von Mr. Corley gefasst sind. Alle Aktionäre sind benachrichtigt worden. Ja, nun, ich habe meinen Anrufbeantworter lange nicht mehr abgehört, Mann. Kann ich den eintreten? Nein. Ah, schade. Lassen Sie mich rein. Verschwinde. Arschloch. Lassen Sie mich rein. Verschwinde. Arschloch. Okay. Kann ich hier? Ich kann aber auch nach da unten. Schauen wir mal, wo es da hingeht. Okay. Was haben wir hier noch? Hier ist was, wie gesagt, das Motorrad. Kann man hier lang? Oh! Hier kann man lang? Hier kann man hin. Das ist nur fraglich, ob ich nicht... Ob das vielleicht hier... Wir gucken mal hier hin. Was ist da? Das kann ich nicht analysieren. Gucken wir mal, was ist das? Die ist versiegelt. Ich nehme das hier auseinander, wenn ich mal mehr Zeit habe.
Mach's jetzt bitte. Nicht aufzukriegen. Mechanisch verschlossen. Und verrostet. Und verrostet. Ist das ein Hinweis? Was ist das? Messgerät? Wow. Dieser Laden hier übertrifft echt alles. Will nicht auch noch das Elektrizitätswerk am Hals haben. Will nicht auch noch das Elektrizitätswerk am Hals haben. Hä? Ist irgendwie nichts. Oh, nervig. Also, Stadion, Fabrik, dieser komische Raum. Dann gehen wir halt da mal. Ich laufe nicht. Also, okay. Dann gehen wir halt da drauf. Schauen wir uns das mal an, was wir hier haben. Da muss ja diese komische Bande sein oder so. Auf der anderen Seite von dem Feld ist das Versteck der Vultures. Ich habe viel von den Vultures gehört. Und es sieht so aus, als wäre alles wahr. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Warte, was war das? Stand da? Minenfeld. Ich frage mich, wie sie es so glatt bekommen. Nein. Nein. Mal dran lecken? Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Soll ich den Hasen da mal dran? Ich will das. Oh nein. Oh, Häschen. Das macht's gleich Bums. Tut mir leid, was ist denn das? Aha, Batterie. Wir brauchen eine Batterie. Der fährt gleich zurück. Ich wollte hier was untersuchen. Geht wohl nicht. Gut, Batterie ist aber im Stadion bei dem Verkäufer. Können wir dann in dieses Auto tun. Aber was mache ich dann mit dem Auto? Ich bin noch ein bisschen ratlos. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Du, großer Mann, komm und wirf den Derbywagen mal an. Geht nicht mit leeren Händen. Offizieller Corley-Motors-Verkauf. Souvenirs als Erinnerung an euer großes Mechatorium-Abenteuer. Das sollte es wieder zum Leben erwecken. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Ich gebe sie praktisch umsonst weg. Ist das wir cool. Haben alles direkt hier. Wir haben eure Kappen. Okay, das ist... Warum sollte er jetzt hier hinfahren? Hey, nicht da rein! Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Der Eingang ist auf der anderen Seite der Fabrik. Warte, mein Kleiner. Daddy kommt sofort. Jetzt gibt es nur noch mich und die Kaninchen. Welche Kaninchen? Was ist denn das? Ach, da war das Auto. Kaninchenkiste. Ah, ich weiß, was ich mit der Kaninchenkiste machen soll. Glaube ich zumindest. Keine Souvenirs. Ich habe genug Narben, die mich an diesen Trip erinnern. Das mal mit. Das Gesicht ist einfach herrlich. Nein, macht nicht so viel Spaß ohne das Auto. Echt? Okay, das war jetzt... Also manchmal habe ich echt dummen Glück, indem ich einfach durch Zufall blöde Sachen drücke. Aber ich beschwere mich da nicht. Weil tatsächlich, dass ich da zufällig mit dem Auto in diese richtige Richtung bin...
eigentlich ursprünglich erst diese Treppe da runter. Gedacht habe, ich kann da in das Ding. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Das Minenfeld ist neu bepflanzt worden. Nette kleine Vultures. So, und jetzt habe ich ja... Jetzt gehen wir mal hier so weit vor wie möglich. Nein. Hier habe ich Bunnies. Oh, die tun mir so leid, wenn er das wirklich macht, ja. Ich will das nicht. Das ist zu süß. Kann ich irgendwie die aufheben? Ich glaube nicht. Alter, die zerfetzt an. Aber wie soll ich da hinkommen? Nein. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Und jetzt? Nein. Ich glaube nicht. Ja, ich habe nicht mehr Kaninchen. Waren da noch mehr Kisten? Und schon wieder ein. Das Auto ist witzig. Aber dass er jetzt nochmal aufgetaucht ist, ist ein gutes Zeichen. Vielleicht gibt es da noch mehr Kisten und ich habe es einfach nicht gesehen oder wollte es nicht sehen. Wir schauen. Machen wir gleich. Ja, ja, David. Gibt's, aber es gibt nicht mehr. Jetzt weiß ich halt nicht. Vor hieß es, die haben das Feld neu bestückt. Natürlich fatal, wenn das jetzt wieder der Fall ist. Bitte nicht. Spannung steigt. Shit. Scheiße. Nein. Ich hasse Überraschungen. Das ist doch kacke. Er läuft wieder so weit zurück. Hä? Was übersehe ich? Kann ich irgendwas mit euch kleinen Stinkern machen? Nehmen sie mal alle auf. Schnell, schnell. So, und jetzt kann ich ja hier hin, oder? Das sieht doch gut aus. Oh, ich bin so schlau. Oh, die tun mir so leid, die kleinen Stinker. Geh mal hier hin. Nein. So nicht. Ich den abwerfen irgendwie? Kann ich die steuern? Ich weiß nicht. Irgendwas mache ich, glaube ich, falsch. Ich will kein... Ob das reicht? Zweifle ich
Aber wir testen es mal. Ah, das explodiert zu weit. Ich will keine. Ja, wie viel hab ich denn noch? 3. Oh, stopp. Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, Susi. Bist du sicher? Ja, das ist der Kerl, der meinen Vater umgebracht hat. Okay, Walschers, spannt ihn auf. Nein, das war nicht. Oh, shit. Los, erledigt ihn. Schnell. Hör zu, Mo. Du machst einen großen Fehler. Oh, Ben, du hast recht. Wir sollten das nicht schnell erledigen. Die Sache sollte sich noch ein bisschen ziehen. Was denkst du, Susi? Hey, ich habe heute noch nichts vor. Ihr habt sie gehört, Kinder. Lasst uns das hier durchziehen. Shit. Vater wurde von Ripburger umgebracht, nicht von mir. Dein Vater. Kann es ja nicht von meinem Vater zu reden, du Bastard. Lass mich gehen, oder? Lass mich gehen, oder? Oder was? Die gibt's nicht. Ich werde den lernen. Ich werde dich beschimpfen. Ich werde dich beschimpfen. Oh, wie denn zum Beispiel? Hat der Vater nicht sie Wirbelwind genannt? Mein Wirbelwind oder so? Wirbelwind. Woher? Ja. Wo hast du das gehört? Dein Vater, er hat es mir kurz vor seinem Tod erzählt. Du hast meinen Vater niedergeprügelt und dann mit ihm über alte Zeiten geplaudert? Ich habe ihn nicht umgebracht, sondern Ripburger. Jemand hat es fotografiert, aber die Kamera ist gestohlen worden von demselben Kerl, der hinter dir her war. Ich habe den Film noch. Gut, dann entwickle ihn, okay? Solange ich noch in meine Kleider passe. Okay, du bleibst hier. Hey! Du bleibst hier. Tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung. Ich werde diesen Ripburger erwischen, selbst wenn ich dabei draufgehen sollte. Nein. Wir müssen Ripburger auf der Aktionärsversammlung bloßstellen. Ja, genau. Auf diese Weise können wir ihn absägen, meine Gang aus dem Gefängnis holen und deinem Vater seinen letzten Wunsch erfüllen. Du übernimmst Corley Motors. Ripburger hat die Aktionärsversammlung abgesagt. Er hat vor der Presse erklärt, es würde keine Versammlung geben, solange die Mörder nicht vor Gericht stehen. Also keine Aktionärsversammlung, bis wir beide tot sind? Das ließe sich einrichten. Okay, dann mal los. Inszenierung so von sexy Rockerbraut. Tod. Akt 1, Szene 1. Adrian Ripburger, in einem verzweifelten Versuch, Maureen aus ihrem Versteck zu locken, hat sich folgenden Versagerplan ausgedacht. Der erste Preis des heutigen Demolition Derbys ist eine uralte Hardtail, die Mo mit ihrem Vater wieder in Schuss gebracht hat. Rip hofft, dass sich Mo in einem Anfall sentimentaler Anhänglichkeit besagtes Bike unter den Nagel reißen will. Also spielen Ben und Mo einfach mit, verkleiden sich und nehmen an dem Demolition Derby teil. Dies endet allerdings tragisch, indem ihre Autos explodieren und beide für tot erklärt werden. Frage. Bitte hebt euch Fragen bis zum Schluss auf. Die Explosion in Mo's Auto wird nur durch eine direkte Frontalkollision mit Bens Auto ausgelöst. Dieser Schleudersitz bringt Mo rechtzeitig raus und sie landet mit ihrem Fallschirm in Sicherheit. Glaubst du nicht, dass irgendjemand sieht, wie sie aus dem Wagen fliegt? Nein, alle werden nur auf dich gucken, wie du in Flammen stehst. Ja, das ist eine weitere Frage, die ich habe. Wenn dein Wagen explodiert, wirst du brennend herausklettern und im Stadion rumrennen und so das Publikum ablenken. In deinem süßen kleinen Asbestanzug, versteht sich. Toller Plan.
In Ordnung, dann wollen wir euch Schätzchen mal in die Luft jagen. In Ordnung, Leute. Schmeißt eure Hotdogs weg, denn hier im Corley Motors Smashatorium wird es langsam Zeit für den ultimativ blutrünstigen und gewalttätigen Demolition Derby Amateurmarathon. Und jetzt stelle ich euch unsere Gladiatoren vor. Diese geheimnisvoll aussehende Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Ja, wer ist es wohl? Er sieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Sie sieht da auch voll blöd aus mit diesem blonden Perücke. Ich schäme mich wirklich für die beiden. Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Und direkt neben ihm ist noch ein Newcomer. Gebt mir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung, Doreen Smalley! Doreen Smalley. Also los, Jungs. Macht sie fertig. Und gerade im Moment haben wir noch einen allerletzten Zugang für die Show heute Abend reinbekommen. Ein tödlich aussehendes Gespann. Bekannt als die Bum-Bum-Brüder. Wissen wir schon, wer das ist. Versuch jetzt mal abzuhauen, Mopammer. Also dann, seid ihr bereit für ein rücksichtsloses Rennen? Ja, klar. Seid ihr bereit für unnötig gewaltsame Zerstörung? Unbedingt. Dann lasst das Demolition Derby anfangen. So, wer bin ich denn? Wo steckst du? Warte, Mo. Ich komme schon. Gut. Das wird spannend. Und wir machen weiter bei der nächsten Folge. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.